Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mario Kart 8. Entschuldigung, wenn ich mich ein bisschen verschnupft anhöre, aber es liegt einfach daran, dass ich schon wieder erkältet bin. Also ich war eigentlich schon wieder über den Damm. Und leider habe ich mich nur für 2 Tage krankgeschrieben, weil ich in der Schule nichts verpassen wollte. Ja, das war mein Fehler. Denn jetzt hat es mich schon wieder erwischt. Verdammte Scheiße. Naja, egal. Aber ja, mir geht es jetzt nicht so schlecht, dass ich sagen muss, okay, ich muss eine Pause machen. So ist es nicht, aber okay. Kommen wir nun mal zu den Charts. Übrigens, ich fahre jetzt mit dem Iponator. Hatte ich ja schon im letzten Part angesagt und genau das ziehe ich auch durch. Kommen wir nun aber zu den Charts, und zwar die vom 21. Februar 2014. 15, sorry. Auf Platz 1 ist ein Neueinsteiger, und zwar Evolve. Das Spiel, Exolith-Spiel da für die PlayStation 4, ist erschienen und steigt auf Platz 1 ein. Guter Start für sie. Boah, das war knapp. Leider kein Item bekommen, aber das war sowieso gerade haarscharf. Auf Platz 2 befindet sich noch The Legend of Zelda Majora's Mask, letzte Woche von 1, also jetzt nur noch Platz 2, trotzdem noch mit guten Verkaufszahlen. Dritter ist ebenfalls ein Neuensteiger, und zwar Gold Eater, ist übrigens nur erschienen in Japan. Wieso wurde der nicht getroffen richtig? Ist der Verarsche? Auf der 4 befindet sich Monster Hunter Ultimate für die Nintendo 3DS. Und auf der 5 befindet sich Evolve. Achter ist ebenfalls ein Neuensteiger, und zwar aber Last Round Dead or Alive 5 ist erschienen und steigt auf Platz 8 ein. Natürlich die PlayStation 4 Version. In der Hardware-Charts sieht es nicht anders aus. Auf der 1 befindet sich weiterhin der Nintendo 3DS. Zweiter. Dahinter ist die PS4, dann die Xbox One, und dadurch, dass Gold Eater erschienen ist, kommt die wieder mal ein bisschen nach vorne, und die Wii U befindet sich auf 5. The Order 8086 mit 559.000. Zelda Majora's Mask mit 234.000, Gold Eater 2 mit 229.000, wie gesagt nur in Japan, 94.000 für Monster Hunter 4, 87.000 für Evolve, Last Round hat 65.000, der 3DS hat 283.000, die PS4 hat 194.000, die Xbox One hat 85.000, die PS Vita hat 57.000 und die Wii U befindet sich bei 205. Ja, so sieht das zumindest auf der Hardware- und Software-Seite aus. Wie gesagt, alles vom 21. Februar. Nächste Woche wird der Dragon Ball Z, denke ich mal, wieder drin sein, dadurch, dass der Europa-Release da ist. Aber okay. Kommen wir zu den weiteren News. Da sind wir bei Tales of. Kennt ihr ja, eine berühmte Spielserie, auch hier in Deutschland. Und es gibt ein Compatible Pack für die PlayStation 3. Und zwar wird es Tales of Symphonia und Tales of Grace geben. Und zwar ab dem 27. März. Klingt toll, auch der Preis ist absolut toll, denn nach Amazon-Informationen wird das Spiel, was am 27. März wie gesagt rauskommt, ist übrigens ein RPG, ein Anime-RPG. Sage und schreibe nur 19,99 € kosten, also ein richtig toller Preis für 2 richtig gute Spiele. Da kann man definitiv mal zuschlagen. Ich werde zwar nicht zuschlagen, aber ich sag mal so, für die, die es wollen, ist das doch ein angenehmer Preis, wie ich finde. Ebenfalls wurde ein Release-Datum zum Spiel, das heißt zum Spiel, zum Add-on, und zwar von Final Fantasy Reborn rausgebracht, und zwar erscheint dies am 23. Juni diesen Jahres. Für die Vorbesteller gibt es einen besonderen Hour-Bonus. Ich hasse diese Strecke echt.
Für die Vorbesteller, die diesen DLC sich vorbestellen, gibt es einen besonderen Bonus, denn die dürfen 4 Tage früher spielen, nämlich sozusagen am 19. Juni. Definitiv ein freundlicher... Oh, fick dich! Service von Square Enix und ich bin letzter. Naja, was heißt letzter, vorletzter, aber trotzdem scheiße. Oh, siehst du, kriegst du ja noch Pluspunkte. Oh, siehst du, 11, da bin ich gekommen. Siehst du, 11 Leute sind drin. Also, definitiv ein cooles Angebot, das mit Tales of Celia Grace F und Tales of Symphonia für 19,99 € bei Amazon. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das Spiel gerne kaufen wollt. Ist definitiv ein sind tolle Spiele. Habe ich davon schon Let's Play gesehen. Also, kann man empfehlen. Da mag ich die Strecke noch eher mehr. Excitebike-Strecke. Ist nämlich leicht. Nein, Spaß. Egal, kommen wir zu den nächsten News. Und zwar kommen wir dort zu Street Fighter 5. Davon hat Capcom jetzt endlich den Release-Datum rausgehauen. Und zwar den, nicht genauen Release-Datum, aber zumindest in den Dreh, wann es rauskommt. Und zwar, wow, erscheint das Spiel im Jahre 2060. Und zwar, 60, genau. Im Jahre 2060, genau. Ganz genau. Nein, es erscheint im Jahre 2016 und zwar im Frühjahr 2016. Das ließ Capcom unter der Woche bestätigen. Erscheinen wird das Ganze für PlayStation 4 und den PC. Nichts mit Xbox One und auch nichts für Last Gen. Weiterhin gibt es ein Update und zwar für FIFA 15. Das enthält ziemlich viele Neuerungen, also ziemlich viele Verbesserungen, was EA ja ein bisschen verkackt hat. Und zwar wird es enthalten also dieser Patch ist schon verfügbar, den kann man sich runterladen. Also bevor man FIFA spielt, muss man sich diesen Patch runterladen. Dieser Patch enthält Folgendes. Oh, wirklich? So wollte ich hier so richtig schön abgehen. Naja. Hat mir jetzt nicht gerade viel geholfen, aber okay. Dieser Patch enthält 2 neue Teams, und zwar Orlando City und die New York Cities. Sind die 2 Aufsteiger aus der amerikanischen Liga, befinden sich bei Rest der Welt. Aua. Oh, wow, wow. Ja, ich musste mich treffen lassen. Diese 2 Teams werden in diesem Patch enthalten sein. Ja, wunderbar, Sterne. Weiterhin wird es einige Neuerungen geben, wie zum Beispiel der Transfermarkt. Der wird jetzt nicht so oft abstürzen bei FIFA Ultimate Team. Auch die Scouts werden öfters mal euch Spieler geben, und zwar die aus Europa dann sind. Also sozusagen aus eurem Land, aus Italien. Was dieser Patch noch mehr bringt, das könnt ihr euch gerade eben in einer kleinen Übersicht angucken. Oder ich habe es euch gerade eingeblendet. Naja, ich werde sehen, wie ich das einblenden werde. Einige Dinge wurden unter der Woche released, wie zum Beispiel DMC Devil May Cry Definitive Edition. In der Videobeschreibung befindet sich der Launch-Trailer dazu. Könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr euch denn doch noch für das Spiel interessieren solltet. Weiterhin wurde released Battlefield Hardline, auch ebenfalls in der Videobeschreibung befindet sich dazu der Launch-Trailer in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch ebenfalls gerne mal angucken. Nicht nur diese beiden Spiele, sondern auch Resident Evil Revelations Episode 3 wurde released, genau. Episode 3 wurde released. Die könnt ihr euch mittlerweile zum Beispiel im PlayStation Store runterladen. Oder ihr habt es, wenn ihr die komplette Edition gekauft habt. Ja, Feuerblume. Siehst du, hat mir nichts gebracht. Vor allem, dass jetzt 2 rote hinter mir sind. Supi. 3. Super. Oh, nicht nur das wurde released, sondern auch, also es gab auch den Teaser-Trailer, und zwar zu Episode 4. Wann der rauskommt, ist bisher noch nicht klar. Aber
Fuck, scheiß Baum, ich mag die Bäume in dem Spiel nicht. Das ist das Blödeste in dieser Strecke, die Bäumchen. Ich mag die nicht. Könnt ihr euch gerne mal angucken, den Anfangstrailer da von Episode 4 von dem Spiel da, Resident Evil Revelations 2. Und dritte Episode könnt ihr euch, wie gesagt, jetzt runterladen. Wenn ihr euch für dieses Spiel interessieren solltet. Ich interessiere mich jetzt nicht für das Spiel. Übrigens, ich war wie gesagt am Montag krank und Dienstag hatte ich ja ein bisschen was Privates. Und genau deswegen kam auch keine Prognose zum Spiel Bayern gegen Schachtja Donetsk. Hätte ich gerne gebracht. Hatte ich nämlich auch schon aufgenommen. Also bei mir hatte Bayern 3:1 gewonnen. Übrigens, Resident Evil Revelations 2, die Episode wurde am 11.03. released, also vorgestern, ja. Hatten schon wieder einige Assis diese verdammte Regenbogenstrecke ausgesucht. Naja, Gott sei Dank wurde sie nicht genommen. Kommen wir zu den nächsten News, und zwar sind wir dort bei Microsoft angelangt und die haben Quantic Break auf 2016 verschoben. Das ist auch definitiv offiziell. Und zwar hat man das auf der offiziellen Twitter-Seite bekannt gegeben. Das ist auch kein Verarsche irgendwie. Nein, es ist definitiv offiziell. Quantic Break erscheint erst 2016. Also für die Leute, die sich gefreut haben, dass eventuell das Spiel noch dieses Jahr rauskommt, für die habe ich halt diese große Enttäuschung. Es erscheint doch erst 2016. Oh, der Pilz hat mich genau in das Eck reingeschmissen. Mann. Das fand ich jetzt nicht nett. Weißt du, vielleicht zweiter? Boah, die Bombe. Ist natürlich ein bisschen schade, dass das Spiel doch erst 2016 erscheint. Aber, nun gut. Wir müssen damit leben. Ändern können wir uns nicht. Aber wahrscheinlich, denke ich mal, wird ein Trailer auf der E3 2016 released. Bestimmt. Ich würde mich wundern. Es soll aber dann, im Frühjahr 2016 erscheinen, also so Anfang 2016. Boah, ey, warum setzt da jemand einen Blitz ein, wenn jemand sieht, dass da auf der Karte Kugel, Willi und Stern aktiviert sind? Ich finde das immer so dämlich. What the fuck? Was war das von mir jetzt? Keine Ahnung, hab schlecht gedriftet. Solange ich Pluspunkte kriege, ist es mir wurscht. Weiter geht's mit Kirby und der magische Regenbogenpinsel. Das Spiel sollte ja erst in der zweiten Hälfte 2016 erscheinen. Doch unter der Woche gab Nintendo bekannt, dass das Spiel nun doch schon deutlich früher rauskommt. Und zwar am 8. Mai. Die Japaner haben es ja schon. Boah, jetzt krieg ich noch Kugelwilli. Wo fährt der Kugelwilli hin? Wo fährt der Kugelwilli hin? Wo fährt der Kugelwilli hin? Was war denn das? Kann mir das mal jemand verraten? Naja. Hätte ich viel mehr aufholen können, aber naja. Wurscht. Oh, dieser scheiß Bob-Omb! Ich hasse Bob-Omb! Komm, fahr. Am 8. Mai, wie gesagt, erscheint deutlich früher, als man erwartet hatte. Ich interessiere mich ja nicht für das Spiel, aber trotzdem für die Leute, die das Spiel interessiert, ist es definitiv eine schöne Information, dass Kirby und der magische Regenbogenpinsel deutlich früher erscheint, und zwar, wie gesagt, am 8. Mai 2015. Ist ja, doch noch ein ganzes Stück, aber naja, trotzdem eine gute Information. Das war's jedenfalls mit dem Mario Kart 8 News. Es gibt, wie gesagt, zurzeit ein bisschen wenig. Es kommt bald die E3. Also die E3 ist bald, und ja, die GDC war ja auch gerade erst. Deswegen gibt es jetzt gerade ein bisschen weniger, aber trotzdem, ich hoffe, euch haben die News gefallen und wir sehen uns dann am Sonntag wieder zu den Mario Kart 8 Videospielen-News. Bis dahin, Leute, und ciao!